Was macht man, wenn man mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird? Man zahlt in der Regel sein Bußgeld, doch danach greifen manche vor lauter Wut zu rabiaten Mitteln. Da werden Blitzanlagen zerstört, besprüht oder gestohlen. Ein junger Mann in Chemnitz geht ganz andere Wege, um gegen die seiner Meinung nach Bußgeldabzocke vorzugehen. Getarnt wie eine Raketenabwehrstellung in Afghanistan. Um Rasern an den Geldbeutel zu greifen, scheint die Polizei keine Mühe zu scheuen. Das findet auch Benny Streu aus Chemnitz. Doch er wehrt sich. Auf seiner eigenen Homepage sammelt und veröffentlicht der 24-Jährige Bilder und Hinweise, auch zu mobilen Blitzern. Aus einem Grund. Die messenden Behörden, die wollen ja schon Verkehrssicherheit herstellen. Aber ich finde, wenn die Messgeräte total versteckt sind, dann hat das nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Irgendwo steht dann schon das Geld im Vordergrund. Das kann keine Behörde abstreiten. Das ist definitiv so. Rund um Chemnitz sucht er nach seinen einzigartigen Fotomotiven. Dabei ist er nicht auf sich allein gestellt, denn seine Homepage hat viele Unterstützer. Befreundete Taxifahrer, geblitzte Freunde, aufmerksame Bekannte, alle rufen ihn an, wenn sie einen Blitzer entdeckt haben. Seit 2010 betreibt er die Blitzer-Plattform. Auf immerhin 75.000 Besucher hat er es gebracht. Und denen wird es bei Benny nicht langweilig. Also in der Regel bin ich einen Tag in der Woche wirklich nur dafür unterwegs, mal mehr, mal weniger. Oder halt, was ich unterwegs mal sehe, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wenn ich von Arbeit komme, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn jetzt irgendwas auf dem Weg liegt oder so, dann fahre ich da halt mal noch ran. Blitzerwarnungen gibt es ja viele, im Radio oder per App übers Handy. Wer denkt, dass all dies der Polizei ein Dorn im Auge ist, der irrt sich gewaltig. Wir sehen das Ganze mit Humor, denn verhindern können wir es ja im Grunde genommen auch nicht. Und ganz im Gegenteil, unser Verkehrssicherheitskonzept zielt darauf ab, natürlich die Öffentlichkeit auch mit einzubeziehen. Wie allerdings diese Tarnungen sich ins Verkehrssicherheitskonzept der Polizei einfügen, kann man nicht mal erahnen. Benny hat die kuriosesten Sachen bereits alle erlebt. Oder was ich auch schon gesehen habe im Winter, es lag überall Schnee, auf den Tannen lag Schnee und mitten in der Tanne stand die Kamera und zusätzlich ein weißes Bettlaken drüber. Tarnen, perfekt. Ob ihm solch herausragende Schnappschüsse demnächst wieder gelingen, man wird es erleben unter blitzer-sachsen.de.